Schauen Sie mal, das ist für viele Eisenbahnfans immer noch der Inbegriff einer Elektrolok, die E03. Sie hatte viele Superlative zu bieten. Denken wir alleine daran, dass sie als erste Elektrolok Tempo 200 schaffte. Wir schauen zurück auf über 40 Jahre E03 und tun dies mit einem Mann, der sie 15 Jahre lang gefahren hat. Die E03. Bis Mitte der 90er Jahre die bestimmende Lok auf dem deutschen Streckennetz. Drei Jahrzehnte lang hat sie den Bahnalltag, vor allem im Westen der Republik, geprägt und viele Veränderungen ermöglicht. Sie galt als ein echtes Arbeitstier. Und trotzdem hat sie von jeher eine ganz eigene Ausstrahlung besessen. Jetzt gehört sie zu den absoluten Klassikern. Auch Lokführer, die sie lange gefahren haben, sind noch immer fasziniert von ihr. Michael Brachmann fährt heute den ICE. Die E03, die später als 103 unterwegs war, hat er 1985 zum ersten Mal gefahren. Die Kraft, die man eigentlich spürt, wie damals die Dampflokführer, die gesagt haben, da bewegt sich was, da klackert was, da arbeitet die Luftpumpe und so ähnlich ist es bei der 103. Aber irgendwie das Gefühl ist halt eben anders. Nicht so, dass man das hört, sondern man spürt das irgendwie innerlich. Sie war die erste, der Prototyp von 1965. Ihre Ingenieure hatten den Auftrag, eine E-Lok zu bauen, die Tempo 200 schafft. Anfang der 60er Jahre wird die erste E03 bei Henschel in Kassel zusammengebaut. Zur damaligen Zeit ein echtes Hightech-Objekt. Gleichzeitig beginnt die Bahn mit Testfahrten. Das Ziel ist klar. Für alle Fahrgäste, die keine Zeit haben oder es wenigstens behaupten, experimentiert die Bundesbahn heute mit Geschwindigkeiten von 200 Stundenkilometern. Das sind mehr als 55 Meter pro Sekunde. Die Ergebnisse der ausgedehnten Testreihen werden den Weg ebnen in einen neuen, aufregenden Abschnitt der Verkehrsgeschichte. Es sollte noch bis 1977 dauern, bis Tempo 200 als reguläre Reisegeschwindigkeit genehmigt wurde. Um auf dieses Tempo zu kommen, gab es bei der 103er eine spezielle Funktion. Da war eine sogenannte Trafo-Umschaltung ab 140 Stundenkilometer, hieß das damals. Es war einfach nur ein kleiner Schalter. Und der bewirkte am Transformator, dass andere Abstufungen abgegriffen wurden mit einer höheren Spannung. Höhere Spannung auf die Fahrmotoren, mehr Leistung quasi, mehr Drehen, mehr Geschwindigkeit, mehr Leistung. So konnte die Bahn dann ein weiteres großes Ziel angehen. Die Entwicklung eines flächendeckenden Taktnetzes. 1971 hatte sie das Intercity-System ins Leben gerufen. Bahnfahren wurde deutlich attraktiver, aber auch teurer. Denn zunächst fuhren die Intercity-Züge nur mit erster Klasse Abteilen. Als diese zu oft leer blieben, gab es bald auch, wie üblich, die zweite Klasse. Zunächst fuhren die Schnellzüge nur auf wenigen Strecken. Mit dem IC-79-Konzept war dann ein Stundentakt mit echten Fahrzeitverkürzungen erreicht. Jede Stunde, jede Klasse hieß das Motto. Ausgerichtet in Nord-Süd-Richtung, den politischen Verhältnissen angepasst. An eine Wiedervereinigung dachte damals niemand. Die Züge wurden immer länger. Die 245 Loks der 103er Baureihe fuhren am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. 40.000 Kilometer im Monat waren keine Seltenheit. Schon zu dieser Zeit ist sie bei Fans zum Kultobjekt geworden. Für die Lokführer war es eine Auszeichnung, die 103er fahren zu dürfen. Das trieb sogar skurrile Blüten. In Uelzen gab es zum Beispiel einen 103-Club. Diese Kollegen haben sich also, ich sag, das ist mit etwas abwerten, für etwas Besonderes gehalten. Und die haben also mit normalen Lokomotivführern schon fast nicht mehr gesprochen. Es war also, da wurde per Sie gesprochen und das war eigentlich nicht mehr so schön, sage ich mal, den anderen gegenüber. Nach der Wende fahren die 103er auch im Osten, wie hier in Stendal auf der Neubaustrecke Hannover-Berlin. Sie darf hier nur 200 fahren. Eine Geschwindigkeit, die von den neuen ICE mühelos übertroffen wird. Für die alte Technik der 103 unerreichbar. Ja, die 103 hat hier, sag ich, quasi mal ein großes Fahrschalterhandrad, wo sie die Stufen am Transformator abgreifen mit Schaltstufen. Ne? Man soll ein bisschen drehen. Und heute gibt es hier nur noch einen Hebel, so eine Art Joystick, ein bisschen größer natürlich. Der Eisenbahn ist alles ein bisschen größer, nicht nur die Räder bei der Dampflok, sondern auch das hier.
Diese moderne E-Lok hat sie schließlich abgelöst. Technisch auf dem neuesten Stand, doch optisch konnten sich Eisenbahnfans nie richtig mit ihr anfreunden. Doch die 103er hatte noch einmal einen großen Auftritt. Die Love Parade im Jahr 2001 in Berlin. Die Kultloks ziehen die Sonderzüge und bringen tausende Raver zu der Megaparty. Und sind das Ereignis für alle, die es etwas ruhiger mögen. 17 Loks haben bis heute überlebt, 6 davon sind noch betriebsbereit und werden von Zeit zu Zeit eingesetzt. Weil dieses Erlebnis, dieses Feeling, das gibt es eben mit modernen Lokomotiven nicht. Und ich bedauere das eigentlich sehr, dass sie so schnell, sag ich mal, aus dem Verkehr gezogen wurde und abgeschafft wurde. Ich würde sehr gerne, ich will nicht sagen auf Dauer, für mein Leben lang, aber sehr gerne die 103 wieder fahren. Fahren wird er sie wohl nicht mehr. Bewundern können er und andere den über 40 Jahre alten E-Lok-Star noch bei Sonderfahrten der Deutschen Bahn.